Es sind schwierige Zeiten. Unter größten Sicherheitsvorkehrungen findet seit gestern der Klimagipfel in Paris statt. Es geht sozusagen um nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Welt. Die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius, bei 2 Grad Celsius zu stoppen, ist das Ziel. Viele zweifeln, unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, aber auch EU-Kommissar Cagnetti hat schon angedeutet, es könnte wohl eventuell nichts werden mit der Einigung aller Staaten. Es gibt aber auch viele optimistische Stimmen, die sagen, naja, so viele wie jetzt haben sich dort noch nie getroffen und man ist sehr optimistisch. Musiker wie Sting und Coldplay, die haben einen harten Vertrag unter anderem gefordert, wie viele andere Prominente natürlich auch. Wir diskutieren hier beim Citizen Corner heute vom europäischen Radionetzwerk Eurene Plus, zu dem ich Sie herzlich begrüße, zum Thema Klimawandel und welche Auswirkungen das auf unser alltägliches Leben hat. Mein Name ist Holger Winkelmann und ich habe folgende Gäste, die ich sehr herzlich begrüße, eingeladen. Karl-Heinz Florenz, Christdemokrat, auch Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ist da. Peter Liese, ein Ausschussmitglied, ebenfalls Christdemokrat. Rebecca Harms, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament, sowie Matthias Grote ist zu uns gekommen. Und Ulrich Samm, er ist, hatte mir noch verraten, der Titel ist eigentlich ein bisschen komplizierter, aber Sie haben gesagt, wenn ich Energieforscher sage, dann passt das völlig und Sie arbeiten am Forschungszentrum in Jülich. Ihnen allen ein herzliches Willkommen hier in der Runde. Die Organisation Green German Watch, die hat zu Klimakonferenzen vor kurzem mal sehr anschaulich Folgendes gesagt und es mit Fußball verglichen. Ein Fußballer hat 2 Aufgaben. Erstens, den Ball zum Strafraum zu bringen und dann zweitens, ein Tor zu schießen. Die Aufgabe eines Klimagipfels ist es, den Ball zum Strafraum zu bringen. Die Tore schießen müssen dann aber die nationalen Regierungen, die Investoren und auch die Zivilgesellschaft vor Ort. Herr Liese, meine Frage, wie viele Lionel Messis brauchen wir denn? Ich glaube, wir brauchen gar keinen Lionel Messi. Denn erstens bin ich der Meinung, das wird langsam langweilig, wenn der immer Weltfußballer wird. Wir haben auch andere gute wie Thomas Müller, die mal nominiert werden sollten. Aber Klimaschutz ist kein Hexenwerk. Wir brauchen keine Leistungen, die wir uns nicht vorstellen können. Also ich glaube, um im Fußballbild zu bleiben, ein Amateurfußballer aus der Kreisklasse könnte die Tore schießen, was aber nicht geht, auf der Couch sitzen. Also wir müssen uns bewegen, alle, die Politik, die Gesellschaft, wir müssen Veränderungen herbeibringen. Die sind aber nicht unmöglich. Die sind praktisch möglich, unser Verhalten ändern, Technologien einführen, die es heute schon gibt, die Technologien weiterentwickeln. Also wir sollten uns freimachen von dem Gedanken, dass wir ein Wunder brauchen, um den Klimaschutz voranzubringen. Wir müssen uns nur bewegen und Dinge ändern, die man ändern kann. Die Umweltministerin, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat gesagt, sie ist optimistisch, dass man weiterkomme in Bezug auf den Klimawandel und das, was man dagegen tun muss. Herr Florenz, teilen Sie diese Zuversicht der Bundesumweltministerin? Ja, die teile ich sehr gerne, weil die Bundesumweltministerin ja keine Bedenkenträgerin der Nation ist. Wir Deutsche entwickeln sich ja in leider Gottes in diese Richtung. Also wenn man die Daten sieht, die da auf dem Tisch liegen, die Bewegung, die wir in den letzten 3-4 Jahren hatten, dass die Aufteilung zwischen Entwicklungsländer und Nicht-Entwicklungsländer aufgegeben worden ist, also ein neuer Ansatz da ist. Der zweite neue Ansatz ist der, dass die Länder vorweg schon mal Daten liefern mussten. Also ich glaube, da gibt es guten Grund, optimistisch zu sein. Ich glaube, das gilt auch für die Deutschen, wir müssen unser Bewusstsein ändern. Wir müssen akzeptieren, dass wir immer mehr verbrennen, was auch immer. Und das hat jeden Tag einen neuen Output. Die Deutschen melden jeden Tag 8000 zusätzliche Autos an. Das hat Konsequenzen. Und bei der Absenkung des Energieverbrauchs muss das auch Konsequenzen haben. Gibt es irgendjemanden in der Runde, der diese Zuversicht nicht teilt? Alle ganz optimistisch, lese ich daraus. Sie auch zusammen? Oder... Ja. Dürfen Sie, das ist nicht verboten. Ich bin in keiner Weise skeptisch, nur ich weiß natürlich, dass viele Entwicklungen, die wir hier massiv anstoßen und die wir auch jetzt in Form von Forschung unterstützen, dass die oft langsamer gehen, als man hofft. Das ist einerseits, ich muss wirklich sagen, die Politik und auch alle Signale, die mittlerweile in der Forschung gestellt werden, stehen auf grün. Es wird an allen Ecken und in allen Bereichen massiv entwickelt und geforscht. Es könnte nur schneller gehen. Also die,
Das ist immer das, was dann enttäuschend ist. Und da muss die Politik auch Geduld haben. Sie wollen gerade auch noch was sagen, Worms? Naja, also das, was mich optimistischer gestimmt hat jetzt vor Paris, war, dass so ein Strategiewechsel stattgefunden hat, den ich unterm Strich für vernünftig halte. Also dass man die zentrale Einigung in der UNO, die wir anstreben, dass man die verbunden hat mit einem Bottom-up-Prozess. Also dass in den Wochen vor der Klimakonferenz wir weit über 150 Länder hatten, die ihre nationalen Aktionspläne vorgelegt hatten zur Bekämpfung des Klimawandels, dass diese nationalen Aktionspläne zu einem großen Teil Energiewendepläne sind und nachhaltige Entwicklungspläne sind. Das finde ich gut. Die bittere Wahrheit bleibt aber, dass selbst wenn diese Aktionspläne alle verwirklicht werden, wir noch nicht unbedingt in der Spur sind, um die langfristigen Ziele, die wir uns gegen die Erderwärmung gesetzt haben, zu erreichen. Also das 2-Grad-Ziel, trotz der positiven Entwicklungen in den Mitgliedstaaten der UNO, in der großen, großen Mehrheit, dieses 2-Grad-Ziel, das wird so noch nicht geschafft. Da muss man dann nach Paris, über Paris hinaus, unglaublich dranbleiben, dass aus den Anfangsverpflichtungen ehrgeizigere Pläne werden. Und da hat, finde ich, jetzt gestern die Bundeskanzlerin doch was ganz Gutes gesagt, weil sie nämlich in die Debatte eingebracht hat, dass man diese nationalen Aktionspläne nicht nur miteinander verbinden muss, sondern dass man dafür sorgen muss, dass kurzfristige Überprüfungen und Zielerhöhungen dran sind. Das gilt dann eben auch für uns selber, die EU. Es gibt ja nicht wenige, Frau Harms, die sagen, die Klimakonferenz ist vorentscheidend für das Weltklima. Ich habe es gerade in der Anmoderation auch schon erwähnt. Und es gibt so diese These, wenn es jetzt nicht klappt mit verbindlichen Zusagen, mit einem Ergebnis, was wirklich Fakt ist und Fakt wird, dann ist es zu spät. Ist das nicht viel zu viel Druck für diese Konferenz? Kann sie das überhaupt leisten oder sehen Sie es ähnlich dramatisch? Also ich finde, man sollte da dranbleiben. Man sollte sich nicht irre machen lassen durch die Idee eines großen Scheiterns. Aber man sollte auch nicht so tun, als wenn es banal wäre, dieses 2-Grad-Ziel zu schaffen. Dazu gehört meiner Meinung nach im Kern, dass die internationale Gemeinschaft sich verpflichten muss zur Dekarbonisierung. Die fossilen Rohstoffe dürfen nicht in dem Umfang genutzt werden weiter, wie das heute der Fall ist. Der größte Teil der fossilen Rohstoffe muss unter der Erde bleiben. Da müssen wir hin. Herr Grote, wenn wir auf Deutschland gucken, die verpasst, wenn die Statistik stimmt, gerade seine Klimaschutzziele deutlich. Das sagt zumindest der Bericht der Bundesregierung letzte Woche. Insbesondere die Kohlepolitik, und da wird Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hellhörig, sabotiert demnach den Klimaschutz in Deutschland. Es ist ein Problem, so heißt es, ich zitiere es mal in einem Artikel, den ich gelesen habe, wenn der Klimagipfel den metaphorischen Ball zum Strafraum bringt, Sigmar Gabriel dann aber mit Absicht am Tor vorbeischießt. Wie breit ist also die Brust, mit der Deutschland in Paris überhaupt auftreten kann? Also ein Spiel dauert 90 Minuten und der Ball ist rund. Und ein Phrasenschwein hätte ich jetzt. Ja, genau. Also da muss man abwarten. Wir brauchen einen Ausstieg aus der Kohle ohne Wenn und Aber. Und es gibt positive Signale aus der Finanzindustrie, aus der Versicherungsindustrie, die wirklich deutlich gesagt haben, wir werden nicht weiter in Kohle investieren. Es ist ein Auslaufmodell. In den Niederlanden wird gerade überlegt, Kraftwerke abzuschalten, weil die Niederlande nicht ihre Klimaschutzziele erreichen. Und dazu werden wir auch in Deutschland kommen. Das ist sicherlich ein Aufbäumen, aber wir brauchen einen Ausstieg aus der Kohle. Das ist sicher. Kohle bindet über 40, 50 Jahre Investitionen. Und wir brauchen Investitionen einmal in klimaschonende Energieproduktionsform, aber auch in Energieeffizienz und in anderen Dingen. Und da brauchen wir robuste Gesetzgebung, da brauchen wir einen robusten Rahmen. Und wir sollten nicht mehr zu viel Zeit vergeuden dahingehend, wie lange wir die Kohle noch am Laufen halten können, sondern wir brauchen einen Ausstieg jetzt. Nichtsdestotrotz gab es vor kurzem noch neue Kohlekraftwerke, die gebaut und eröffnet und in Betrieb genommen wurden. Jetzt da eine Kehrtwende zu machen und zu sagen, nee, das müssen wir irgendwie schon schaffen, ist ja auch schwierig. Also ist man da ein bisschen zu spät aufgewacht vielleicht? Das wird der Emissionshandel. Wenn wir einen vernünftig funktionierenden Emissionshandel haben, den wir zurzeit nicht haben, wir brauchen eine Reparatur, wir brauchen vernünftige Preise für eine Tonne CO2, dann wird es eine lenkende Funktion haben. Und da wird ökonomisch, da braucht man gar nicht ökologisch mehr darüber diskutieren, ökonomisch macht es keinen Sinn mehr,
Kohlekraftwerke dann zu betreiben. Und darum brauchen wir schnell im nächsten Jahr, die Gesetzgebung liegt uns ja auf dem Tisch, brauchen wir eine vernünftige, robuste Gesetzgebung in Sachen Emissionshandel. Kommt sie nicht, prophezei ich mal, dass auch die europäische Energiepolitik über Kapazitätsmärkte und so weiter will ich gar nicht sprechen, wirklich weiter zerfasert und eigentlich ein Gründungsgedanke der Europäischen Union, damals die Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Wir brauchen eigentlich eine Energieunion, die muss mit Leben gefüllt werden, hin zu erneuerbaren Energien. Und unsere Aufgabe wird am Ende des Tages sein, Wirtschaftswachstum vom Kohlenstoffausstoß zu entkoppeln, dass das geht. Wird uns das nicht gelingen, wird sicherlich keiner auf der Welt mitmachen und wird keiner voranschreiten. Mit der Energieunion, Frau Harms, habe ich auf Ihrer Homepage ein Video gesehen. Da haben Sie so, nicht mit der Union an sich, aber mit der Umsetzung Ihre Probleme. Ja, weil diese große Idee des Klimaschutzes in den Vorschlägen zur Energieunion für die Europäische Union jetzt zu kurz kommt. Ich bin der Meinung, dass als Donald Tusk die Vorschläge angeschoben hat für eine Energieunion und er in erster Linie fokussiert hat auf Diversifizierung von Importen und Abhängigkeiten, da hat er in erster Linie an Russland gedacht und wie man da das Verhältnis verändern kann. Und ich bin insgesamt der Auffassung, dass es der Europäischen Union sehr gut tun würde, was Innovation und technologische Entwicklung angeht und auch wirtschaftliche Entwicklung angeht, wenn wir uns einschwören würden, nicht auf andere Lieferländer oder Lieferregionen für die Europäische Union, sondern auf die Idee, aus viel weniger viel mehr zu machen. Außer den Erneuerbaren ist die Energieeffizienz eigentlich der Motor für zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, glaube ich. Und da springt eben diese Energieunion viel zu kurz. Mhm. Sehen Sie das, Herr Sammer, als Wissenschaftler ähnlich? Ist das machbar? Also ich denke mal, die alle Innovationen, die wir angehen und durchführen, sind letzten Endes mit einer Steigerung der Energieeffizienz verbunden. Und die Energieeffizienz ist am Ende der Schlüssel, dass auch alles das, was jetzt eingeführt wird, am Ende sozial akzeptiert wird. Denn es ist ja unweigerlich, dass ein größerer Aufwand, der getrieben wird, auf vielen Gebieten zu höheren Kosten führt. Die kann man kompensieren durch Effizienzsteigerung. Das kann man in einigen Bereichen deutlich sehen. Und das ist am Ende dann auch der Punkt, an dem dann auch die Menschen noch mitmachen. Ich sitze ja nicht nur hier als Wissenschaftler, sondern bin ja auch im Wirtschafts- und Sozialausschuss hier seit kurzem. Genau. Und es ist ein wichtiger Punkt. Es ist ein wichtiger Punkt, dass die Menschen mitgenommen werden und deswegen ein Plädoyer dafür, dass die Zivilgesellschaft eingebunden wird in all diese Maßnahmen, die ja oft nur auf einer technischen Ebene diskutiert werden. Man will dieses und jenes einführen, man will CO2-Preise einführen, aber ist das Ganze auch sozial kompatibel? Ist das fair? Wie ist es mit den Menschen niedrigeren Einkommens? Und das ist nur ein europäisches Problem. Wenn wir das jetzt auf die Welt übertragen, sieht es noch viel dramatischer aus. Mhm. Kommen wir, ja, Herr Florenz? Also ich würde noch mal gerne auf die Energieeffizienz hinweisen, die ja gerade auch für die Wirtschaftspolitik ein Motor ist. Und in den letzten Jahren haben wir das eigentlich immer stigmatisiert. Insbesondere auch die Industrie hat die Vorteile der Effizienzpolitik übersehen. Unternehmerisch, ich bin ja ein kleiner Unternehmer, kann ich nur sagen, total falsche Entscheidung. Und diese Effizienzpolitik, die muss weitergetrieben werden, als Beispiel auch für guten Export. Und dann würde ich gerne noch mal eben ganz kurz zu China kommen. Ich bin schon sehr lange dabei bei diesen Klimaverhandlungen. Mir hat mein chinesischer Umweltminister ganz locker gesagt, hör mal gut zu, mein lieber Freund. Das chinesische Parlament ist das größte in dieser Welt. Und nur von diesem Parlament nehmen wir Anweisungen an und sonst gar nichts. Also die Strategie Button up ist richtig und nicht von oben runter. Das haben auch Europa falsch gemacht. Wir haben immer gesagt, ihr Chinesen müsst unseren Vertrag unterschreiben. Das war falsch. Heute gehen wir da einen anderen Weg, motivieren die durch die vorzeitigen Angaben ihrer Tonnagen dazu, sich zu bekennen. Ich glaube, dass da die bessere Entwicklung möglich ist. Und nochmal, Bewusstseinsbildung ist auch bei uns ein ganz wichtiger Punkt.
Elise, Sie haben genickt und ich nehme noch die Frage mit rein in Ihr Nicken. Ohne China, das hatte jetzt auch die Bilder gestern, Herr Obama neben dem Präsidenten, dem chinesischen, sitzen und haben beide schön gelacht und sich kräftig die Hand gegeben. Ohne die Chinesen wird es nicht gehen, zumal wenn man auch noch Bilder gesehen hat, Spiegel Online hatte es als Video heute Morgen auch nochmal im Morgenmagazin gesehen, der Smog in Peking ist momentan so krass. Also da müssen ja auch die Chinesen jetzt mal langsam an ihre Bevölkerung denken, sage ich jetzt mal ein bisschen so. Ja, es ist völlig richtig, ohne China wird es nicht gehen, weil China mittlerweile nicht nur in absoluter Menge Emissionen hat, die die Europäische Union weit übersteigen, sondern auch in dem Pro-Kopf-Bereich sich der Europäischen Union annähert oder uns sogar überholt. Und deswegen kann man China nicht als armes Entwicklungsland behandeln. In China gibt es Armut, aber es gibt auch sehr viel Reichtum und deswegen ist der entscheidende Punkt, über den wir seit Jahren diskutieren und wo wir jetzt eine Chance haben, das festzuschreiben, nicht durch einen auferlegten Vertrag, aber durch einen Dialogprozess mit China, dass China wirklich zu einem Punkt kommt, wo sie auch die Emissionen reduzieren. Und es gibt ja 1000 Synergieeffekte. Wenn man in Peking nicht mehr auf die Straße gehen kann oder in Shanghai, dann ist das ja natürlich durch eine Energiewende, durch mehr erneuerbare Energien, weniger Kohleverbrennung auch zu ändern. Und deswegen hat man dasselbe Ziel aus Gründen des Gesundheitsschutzes, weil die Menschen vor Ort es einfach nicht mehr mitmachen und zur Stabilisierung des Weltklimas. Deswegen ist das ein entscheidender Punkt und ich hoffe, dass wir da noch ein Stückchen weiterkommen. Bisher hat China ja nur gesagt, dass sie ab 2030 die Emissionen beginnen zu sinken. Es gibt innerhalb Chinas Diskussionen, ob man das nicht vorziehen kann und diesen Diskussionsprozess müssen wir positiv unterstützen. Wir rufen natürlich auch auf, Sie, liebe Zuschauer im Internet, uns Fragen zu schicken über Facebook oder unseren Twitter-Account. Wir haben eine Facebook Citizens Corner Event Page. Eine, die das schon gemacht hat und uns eine Frage bzw. eine Meinung geschickt hat, ist Annika. Und sie schreibt, sie befürchtet, dass die Mitgliedstaaten der EU alle ihre eigene Diplomatie durchsetzen wollen auf dem Gipfel und fragt darum, wären wir nicht stärker, wenn wir mit einer Stimme sprechen würden, Herr Grote? Ja klar, sind wir stärker. Ich sage, das bemängeln wir auch immer aus dem Parlament, auch wenn es zum Beispiel zu Zusagen kommt, finanzielle Zusagen, weil da entscheidet sich ja manchmal auch eine Konferenz dran. Wenn dann Mitgliedstaat X mit einem Betrag kommt, Mitgliedstaat Y mit einem Betrag kommt, ist, glaube ich, nicht so ein Gehör dort, wenn jemand gesagt wird, die Europäische Union stellt diesen Betrag zur Verfügung. Das ist unser finanzieller Beitrag, um Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel vorzunehmen und den Kampf global aufzunehmen. Das wird wichtig sein. Natürlich macht uns das Sorgen, was in Polen zurzeit passiert. Polen geht in Fundamentalopposition. Es sind noch andere Mitgliedstaaten da, die ganz andere Strategien fahren. Und darum ist meines Erachtens auch dieses Projekt der Energieunion und Klimaunion so wichtig, dass es vorangetrieben wird, dass man wirklich den Benefit einmal aufzeigt. Wir haben alle was am Ende davon. Wenn wir eine Kleinstaaterei betreiben in Sachen Energieproduktion und Verteilung, ich meine, muss man Deutschland auch vorwerfen, wir sind zwar gut gewesen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber die Systematik, wie wir die Energie vertreiben, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das kann meines Erachtens nur europäisch gehen und darum auch ein europäisches Auftreten mit einer Stimme am Ende des Tages. Ich weiß, dass das für die 28 Barbara Hendrickse schwer dann ist auf so einer Konferenz, dass man da abgibt, jeder möchte auf dem Heimatmarkt irgendwo brillieren. Aber auf Dauer gesehen ist es die einzige Lösung, die wir haben. Frau Hendricks wurde, Herr Grote, vor der Konferenz gefragt, ob sie denn die Taktik verraten könnte, mit der die EU kämpft auf diesem Gipfel. Und da hat sie nur geantwortet, das hätten Sie wohl gerne, dass ich Ihnen jetzt die Taktik verrate. Hat sie Ihnen die Taktik verraten oder gibt es keinen? Das verrate ich nicht. Nein, so eine Konferenz hat eine eigene Dynamik. Also man fährt da nicht mit einer festgezurrten Taktik zu einer solchen Konferenz, sondern wir sehen es ja auch immer am Ende, wenn sich dann alles überschlägt und sag mal, Last-Minute-Versuche unternommen werden, Delegationen mit ins Boot zu holen. Da kann es keine festgezurrte Taktik geben. Natürlich ist die Marschroute, wir wollen ein globales Abkommen, das muss rechtsverbindlich sein, nicht nur auf dem Papier. Sag mal, da haben wir auch Nachholbedarf in der EU, dass wir schöne Sachen auf dem Papier beschließen, aber in der Realität es dann anders aussieht. Und das muss auch berücksichtigt werden, wenn wir in Paris ein Abkommen unterschreiben. Wie wollen wir es eigentlich kontrollieren? Wie kann man dort wirklich Controlling-Instrumente einführen, dass dann auch wirklich
das 2-Grad-Ziel erreicht wird und nicht schön auf einer Konferenz sich die Staats- und Regierungschefs abfeiern lassen und es kommt nichts. Mhm. Frau Hamsi. Also das Controlling, das ist das eine. Ich glaube, darüber wird es wirklich eine Menge Auseinandersetzungen geben. Wie verbindlich kann eine internationale Strategie genommen werden, wenn sie unkontrolliert ist? Also wie schafft man Überwachung und dann auch Nachsteuerungsmöglichkeiten? Aber zur Frage der Gesamtsituation jetzt während der COP21 in Paris. Ich glaube, dass die Staaten der UNO sich klar machen müssen, dass diese COP wirklich in einer ganz besonderen Situation stattfindet und dass die Bürger der Welt auch ein Stück weit gucken werden, können die sich im Positiven denn überhaupt noch einigen? Also können die selbstbestimmt ihre Sachen verfolgen und Interessen gemeinsam wahrnehmen und können sie das insbesondere nach dieser schrecklichen Erfahrung der furchtbaren Attentate des Islamischen Staates, nicht nur in Paris, sondern auch in Beirut und auf dem Sinai. Und ich denke, also jedenfalls ist das so mein Gefühl, vielleicht auch ein bisschen meine Hoffnung, man projiziert ja immer viel in sowas, aber ich denke, dass das ein besonderer Moment ist und ich glaube, dass die meisten der Staats- und Regierungschefs, die da das Wort ergriffen hatten, sich über ihre Verantwortung, den Leuten was Gutes jetzt zu liefern und Vertrauen damit auch in die Handlungsfähigkeit der internationalen Gemeinschaft zu schaffen, dass sich darüber bewusst sind. Mhm. Herr Florenz, Sie teilen dieses Bewusstsein? Ja, ich teile das und möchte Sie da auch motivieren. Also auf der einen Seite ist die Entwicklung mit dem IS und die fürchterlichen Terroranschläge schon eine Säule, an denen sich auch Westeuropa, aber auch China und die USA orientieren werden, weil es dazu keine andere Alternative gibt. Man kann bei Verteidigungspolitik immer noch mal sagen, ja, das machen wir so oder so und so. Bei Klimapolitik gibt es keine Alternative. Die muss gemeinschaftlich und international gemacht werden. Und was die Kontrolle angeht, ja, da träume ich natürlich auch von. Aber am Ende werden die Völker von ihren eigenen Bevölkerungen stigmatisiert. Die Chinesen hängen mit dem Rücken am Fliegenkleber, weil die Gesellschaft sagt, wir wollen auch ein Auto haben und unsere Autos müssen sauberer sein. Also ich glaube, der innere Druck aus den einzelnen Ländern, der wächst gerade. Das ist wie so ein Teenager, den muss man nur erziehen und da muss eben auch die Europäische Union mithelfen. Ein Teenager erziehen ist nicht ganz so einfach, aber okay. wie das ganze Thema aufrahmt. Ich habe noch gelesen, dass die EU-Mitgliedstaaten im vergangenen Jahr 14,5 Milliarden Euro zugesagt haben, damit ärmere Länder Geld bekommen für die Finanzierung von Klimaschutzprojekten. Das ist auch das, was Sie gestern auch noch mal teilweise gefordert haben. Aber nur 4 EU-Staaten haben ihre Zusagen auch wirklich bis jetzt eingehalten. Schweden, Luxemburg, Malta und Polen. Was sagt das über das gemeinsame Auftreten der EU bei diesem Thema aus? Das ist einer der Schwachpunkte, immer wieder benannt, auch keineswegs neu in der Auseinandersetzung um die internationale Klimafinanzierung. Und da muss man eben auch wirklich sehen, dass das der Streitpunkt ist, der sich durch alle Klimakonferenzen der letzten 10 Jahre, insbesondere seit Bali und der ersten Vereinbarung über so einen Fonds hindurchzieht. Und die ärmeren Staaten sind eben schon auch immer wieder diejenigen, die sagen, okay, wenn ihr das alles ernst meint, warum seid ihr dann, warum habt ihr so eine schlechte Zahlungsmoral? Prinzipiell ist der grüne Klimafonds, der in Paris nochmal profiliert werden soll und streitfrei gestellt werden soll, ist der eine gute Idee. Die Art, wie der gespeist werden soll, die Art, wie die Mittel schwerpunktmäßig für Klimawandelbekämpfung und Anpassung ausgegeben werden soll, die große Beteiligung auch der ärmeren Staaten ist alles gut, aber es steht und fällt eben mit der Zahlungsmoral. Mhm. Der Citizen Corner bei Euronet Plus, der lebt auch davon, dass auch Menschen zu Wort kommen, die nicht in der Politik oder auch in der Wissenschaft tätig sind. Und in diesem Fall, auch das habe ich gerade leider vergessen, Entschuldigung dafür, haben wir natürlich noch mit am Tisch Iona Vaccea. Sie ist Rumänin und arbeitet für das Studentenradio UBB Romania und hat eine Frage auf Deutsch. Guten Tag, ich habe eine Frage. Was kann ich und andere Leute tun, um zu sitzen, Klima. Um was fürs Klima zu tun?
Um das Klima zu schützen. Ja, genau. Ja, Herr Grote? Ja, ich glaube, jeder kann seinen Beitrag leisten, indem wir einmal über unseren Alltag nachdenken. Das fängt bei der Ernährung an, geht über Mobilität, wie man lebt. Da kann jeder seinen Beitrag leisten. Und insofern muss erstmal messbar sein, was macht man überhaupt individuell selbst aus in Sachen Klimawandel. Und das habe ich für mich selbst auch beschlossen und habe dort auch eine Maßgabe. Wenn ich fliege, wird es kompensiert. Meine häusliche Situation, dort produziere ich die Energie dann selbst. Und da kann jeder individuell auf sich zugeschnitten, glaube ich, Dinge auf den Weg bringen. Natürlich kann man auch, was kann man sonst tun? Man kann sich gesellschaftlich engagieren. Ob es in der Politik ist, aber auch in Nichtregierungsorganisationen, da kann man, glaube ich, eine Menge tun, um den gesellschaftlichen Druck an der Stelle auch zu erhöhen. Das ist nicht nur damit getan, Anfang Dezember jeden Jahres, dass die Medien da mal eine Woche über die anstehende Weltklimakonferenz berichten, sondern es ist eine Daueraufgabe. Und das ist wie mit so einer Sanduhr, der Sand läuft so langsam raus und es wird immer teurer und angesichts auch von Flüchtlingsströmen, über die wir uns in Deutschland unterhalten, ist das ein Kindergeburtstag dagegen, was uns eigentlich noch ins Haus steht, wenn wir Klimawandel nicht bekämpfen. Dann stehen nämlich 200 Millionen Klimaflüchtlinge vor der Tür und dann werden wir uns alle noch sehr wundern. Darum kann jeder seinen Beitrag leisten, die Politik muss es insbesondere und auch Wirtschaft, jeder hat eine Verantwortung. Mhm. Sie als Wissenschaftler können mir doch jetzt sagen, ob in meinem Fitnessstudio, das ich tatsächlich gehe, man sieht es nicht zwingend, aber ich bin dann doch ab und zu mal da. Wenn ich aus der Umkleide rauskomme, ist neben dem Lichtschalter ein Schild, da steht Licht aus, wenn du gehst, der Umwelt zuliebe. Ist das nicht ein bisschen arg kleinteilig? Ob ich jetzt die Lampe an- oder ausmache, das schützt doch nicht das Klima. Also ich glaube, da gibt es tausende von Beispielen in dieser Art. Aber ich meine, jeder kleine Beitrag hilft. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft insgesamt ist ja doch das Bewusstsein schon vom Kindergarten an bis in alle Regionen da, dass wir alle, ob es nun kleine Schritte sind oder große Schritte, alle in die gleiche Richtung gehen müssen. Und dass das ein langer Weg ist, dessen müssen wir uns noch nur bewusst sein. Ich mag es überhaupt gar nicht, wenn man jetzt bei dem Klimagipfel in Paris so drastische Formulierungen wählt, wie wenn wir uns heute nicht einigen, geht morgen die Welt unter oder noch andere Extrempositionen. Es wird ein langer Weg sein. Und die Ungleichgewichte in der Welt sind das eigentliche Hindernis. Nicht die technischen Möglichkeiten, die wir haben, sondern die Ungleichgewichte. Also ich illustriere das gerne immer mit dem, was ich so gerne Waschmaschinen-Dilemma nenne. Wir in Europa oder in Deutschland diskutieren ja, wie wir unser Stromnetz intelligent machen, um Stromspitzen zum Beispiel so zu dämpfen, dass dann ein intelligentes System die Waschmaschine dann anschaltet, wenn die Spitze da ist. Aber in Paris treffen sich jetzt Länder mit Milliarden von Menschen, die teilweise gar keine Waschmaschine haben. Man nimmt gerne das Auto als Beispiel, aber bei der Waschmaschine, glaube ich, wird es nicht so einen großen Streit darüber geben, ob man die haben möchte oder nicht. Und das ist ein Dilemma des Ungleichgewichts in der Welt, an dem wir noch lange arbeiten werden. Und es ist nicht nur Klimapolitik, das ist vielmehr dann auch Entwicklungspolitik und Wirtschaftspolitik. Ist es nicht, Herr Liese, auch ein Problem der Wahrnehmung? Wenn ich jetzt so mir überlege, über was mache ich mir aktuell Gedanken, dann ist die Flüchtlingskrise, da kommen wir gleich in Bezug auf Klima vielleicht auch noch zu, wenn die Zeit reicht, aber dann ist es der Terror und wenn es die beiden nicht sind, ist auf meiner Agenda im Denken eventuell nicht an erster Stelle. Ich mache mir über die über das Klima Sorgen. Weil viele immer sagen, ich habe gestern einen Fehler gemacht im Hotelzimmer, habe ich Brisant geguckt. Ich will jetzt keine Werbung für irgendein Programm machen. Da hat ein Promi, dessen Namen ich vergessen habe, gesagt, ich finde das mit dem Klima eigentlich ganz toll. Ich liebe die Wärme, ich liebe die Sonne. Von mir aus kann das so bleiben, wie es ist. Also fehlt es nicht einfach, das soll damit nur ausgedrückt werden, an dem Bewusstsein, dass es jetzt langsam wirklich ernst wird? Ich denke mal, da haben Sie nicht den Fehler gemacht, sondern die Redaktion von Brisant und dieser Promi. Das sind so richtig blöde Sprüche, denn es wird ja leider nicht einfach ein bisschen wärmer. Das könnte ich auch gebrauchen in Deutschland, gerade an so einem November- oder Dezembertag, wie wir es in den letzten Tagen hatten. Aber es geht ja darum, dass Stürme zunehmen, dass Dürren zunehmen, dass extreme Wetterereignisse wie Starkregen zunehmen. Das wird uns auch betreffen in Deutschland. Und das wird vor allen Dingen
Millionen von Menschen den Lebensraum nehmen. Und das Pentagon, also nicht irgendeine grüne Organisation, sagt, dass der Klimawandel für die Vereinigten Staaten von Amerika in Zukunft eine größere Herausforderung ist als der internationale Terrorismus. Also dann wissen wir, mit was wir zu rechnen haben. Alles, was wir im Moment haben an Herausforderungen, sei es der Terror, sei es die Flüchtlingsbewegung, wird schlimmer, dramatischer, wenn wir den Klimawandel nicht bekämpfen. Deswegen ist das kein Wohlfühlthema, sondern es ist ein ganz, ganz hartes Thema, das immer wieder auf die Agenda gehört. Und da müssen wir halt gemeinsam für sorgen, Medien, Politik, Gesellschaft insgesamt, dass es nicht darum geht, ob wir 1-2 Grad mehr Wärme haben, sondern dass es um eine globale Bedrohung geht. Die Welt geht nicht unter. Die Welt wird weiter existieren. Aber wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern eine Welt hinterlassen wollen, die nicht viel schlimmere Probleme hat, als wir gerade diskutieren, dann müssen wir handeln. Jetzt gibt es ja auch, Florenz, ganz kurz so. Also da würde ich noch mal ganz gerne einhaken. Den Promi, den will ich auch nicht kennenlernen, weil er den Knall einfach nicht gehört hat. Aber es gibt in der europäischen Industrie durchaus Branchen, die massiv gegen die Klimapolitik in Europa arbeiten. Das haben wir in den letzten 2-3 Jahren deutlich erlebt, ich auch an Leib und Leben. Und das ist eigentlich eine Schande, dass wir nicht erklären können, dass wir es nicht schaffen, den selbsternannten Industriepolitikern einmal klarzumachen, dass es hier wirklich um Zukunftschancen geht. Und wenn der Tipping Point einmal erreicht ist, dass es dann schwierig wird. Ich bin entsetzt darüber, wie wenig die Effizienz an Wert hat und wie populistisch manche Sprüche auch sind. Oft genug erleben wir, dass die großen CEOs hier mit guten Vorsätzen hinkommen. Aber wenn die dann mal alle ihre Söldner hier hingeschickt haben, die uns dann erklären, was alles falsch ist an den Berichten, dann sind die ganzen Vorlagen, die die Kommission macht, oft schon entblättert. Und das ist eigentlich eine Schande. Unsere Kinder werden uns dann nochmal unangenehme Fragen stellen. Ich könnte noch einen populistischen Satz draufsetzen. Der Zukunftsforscher Hawks, der warnt in der Klimadebatte nämlich aktuell tatsächlich vor Panikmache. Er sagt, dass sich mit den Apokalypse-Ängsten auch gut Politik machen ließe. Und ich weiß schon, wir haben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, das ist genau Ihre Frage, haben Sie gesagt. Jetzt dürfen Sie antworten. Ja. Natürlich sind, wenn man Aussagen über Temperaturänderungen im Klima macht, wenn man das wissenschaftlich genau betrachtet, das sind immer nur Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und man kann immer sagen, auch mit 1% Wahrscheinlichkeit kühlt eigentlich das Klima ab und erwärmt sich gar nicht. Aber wer sowas sagt, will provozieren. Vielleicht aber auch als Reaktion auf andere Provokationen auf der anderen Seite, die auch übertreiben. Also klüger ist es, den Mittelweg zu finden. Und es ist unbestritten unter allen Klimaforschern, dass der Mensch einen signifikanten Einfluss auf die Klimagase hat und deswegen auch die Temperatur der Erde sich ändert. Vorsichtig muss man nur sein, wenn man jetzt einen Umkehrschluss macht und denkt, das ist das, was mir nicht gefällt, wenn man denkt, wir könnten das Klima einstellen. Wir werden nie in der Lage sein, Stürme zu verhindern oder nie in der Lage sein, Überschwemmungen zu verhindern. Die Menschheit ist nicht in der Lage, die Atmosphäre zu verändern, aber sie ist nicht in der Lage, das Wetter zu kontrollieren oder gar das Klima. Deswegen ist auch dieses 2-Grad-Ziel ein plakatives Ziel. Es gibt kein Modell, das genau 2 Grad ausrechnen kann. Aber die Message ist ganz einfach. Wir müssen einfach so stark bremsen, wie es gerade geht, wie es noch akzeptabel ist, wie es sozial akzeptabel ist und wirtschaftlich akzeptabel. Die maximale Bremse. Ob das 2 Grad heißt oder nicht, das ist ein Label. Herr Grote möchte wahrscheinlich Herrn Hawks auch widersprechen. Ja, ich sag mal, das sind ja Berufsprovokateure, die damit ihr Geschäftsmodell begründen und aufbauen. Für uns ist klar, ich meine, ich bin auch nicht für Untergangsszenarien, aber eins ist doch klar, wir haben eine stetig rasant anwachsende Weltbevölkerung. Von denen leben 1,5 Milliarden in Industrienationen. Das wird sich in der nächsten Dekade verdoppeln. Und so, das heißt, die Rahmenbedingungen sind ja gegeben. Der Nachteil ist dabei ja nur bei der gesamten Klimapolitik, die Klimapolitik oder das Weltklima denkt nicht in Legislaturperioden, sondern in eher 20, 25 Jahre Schritten. Und man sieht nicht sofort Ergebnisse. Das ist ja unser Problem, die wir eingezwängt sind in solchen 5-Jahres-Rhythmen oder 4-Jahres-Rhythmen. Aber was diese Provokation angeht, da rein, da raus. Wenn wir jetzt im Fernsehen wären, würde ich es anzeigen. Also ich würde darauf nicht eingehen. Man muss
Man muss dort Mittelmaß halten. Bei uns in Ostfriesland sagt man Mittelschottenöshorn, das ist Ostfriesisch. Das heißt Maß halten. Ja. Also nicht in die eine Richtung extrem schlagen und in die andere Richtung. Mhm. Herr Liese? Ja, ich würde das gerne nochmal unterstreichen. Es gab ja schon 2009 in Kopenhagen die Aussage, wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann geht die Welt unter. Ich stimme zu, dass das damals übertrieben war und das wird auch für Paris übertrieben sein. Es geht darum, so viel zu tun, wie es irgendwie geht. Und wir sollten, das ist mir allerdings ganz wichtig, wir sollten nicht irgendwelchen sogenannten Wissenschaftlern zuhören, die sagen, dass das alles Quatsch ist und dass der Mensch das Klima eben gar nicht beeinflussen kann. Ich hatte da ein sehr, sehr gutes Gespräch mit einem der wichtigsten Klimaforscher in Deutschland und international, Herrn Schellnhuber, und habe ihn mal gefragt, als diese internationalen Gremien wie das IPCC kritisiert wurden, wie müssen wir darauf reagieren? Was glauben Sie und gibt es nicht doch mehr Unsicherheit, als Sie dort in den Berichten publiziert haben? Und dann hat er mir geantwortet, Herr Liese, Sie sind Arzt, das stimmt, ich bin Arzt, ich habe in einer Kinderklinik gearbeitet. Und er sagte, sagen Sie mir mal eine Therapie, eine Operation, ein Medikament, wo sich 3000 Wissenschaftler über viele Jahre zusammengesetzt haben und gesagt haben, ist das jetzt eigentlich angezeigt, das zu geben oder nicht? Keiner von uns könnte ins Krankenhaus gehen, keiner von uns könnte ein Medikament schlucken, wenn wir den Anspruch hätten. Da sitzen manchmal 20 Forscher zusammen und sagen, so, das ist es jetzt, das ist die Standardtherapie und ich mache mich strafbar als Arzt, wenn ich es anders mache. Und da können wir doch nicht, wenn es um die Zukunft der Welt geht, um unsere Kinder und Kindeskinder insgesamt, sagen, das interessiert uns nicht, was die 3000 Wissenschaftler sagen. Ich kenne einen, der sagt was anders. Das ist doch unverantwortlich. Was wir wirklich nur streifen können und schon mal angerissen haben, ist natürlich auch die Flüchtlingskrise. Es wurde jetzt am Tisch auch schon gesagt, das wird noch ein ganz, ganz größeres Problem, dass es viele, viele Klimaflüchtlinge auf jeden Fall geben wird. Ich will auch gar keine Zahlen diskutieren, aber ich glaube, hier am Tisch herrscht Konsens, dass das ein Riesenfaktor wird, oder, Frau Harms? Also die Frage ist ja, was ist ein Klimaflüchtling? Und es gibt natürlich zu befürchten, zum Teil kann man es jetzt schon sehen, wie das aussieht, dass durch Klimaveränderungen mittelfristig Lebensgrundlagen, zum Beispiel für Menschen, die von Landwirtschaft leben, für Menschen, die von Fischerei leben, dass Lebensgrundlagen vernichtet werden. Und in einem größeren Umfang, als das heute schon durch falsche Politik in Entwicklungsländern oder auch falsche Politik gegenüber Entwicklungsländern der Fall ist. Man muss sich da einfach drauf gefasst machen. Die UNO diskutiert das seit Längerem. Und ich fände auch das ein Thema, das man nicht so panikartig an die Wand malen soll, aber man muss einfach vernünftig damit umgehen. Mhm. Wir wollen zum Schluss, wir haben noch ein paar Minuten, aber auch diskutieren, welche Auswirkungen das auf unser Leben, das klang auch schon in der Frage von Johanna, natürlich anhabt. Herr Florenz, ich habe am 17. August, also nicht dieses Jahr, sondern vor ein paar Jahren geheiratet. Ich dachte, super, 17. August, hast schönes Hochzeitswetter, Sie auch? Gut, das wusste ich in der Vorbereitung nicht, aber wenn es passt, habe ich gedacht, 17. August, schönes Wetter, super, ist ja safe, da brauche ich mir gar keine Gedanken zu machen, es wird ein tolles Fest, es war auch ein tolles Fest, allerdings hat es den ganzen Tag geregnet. Das ist eine Auswirkung, da kann ich jetzt persönlich noch mitleben. Aber welche Auswirkungen wird es generell haben, was glauben Sie? Also ich glaube, dass, also ich habe vor 43 Jahren am 3. Oktober geheiratet, da war wunderbares Wetter und das ist im Großen und Ganzen Anfang Oktober auch immer so. Aber was die Auswirkungen angeht, da bin ich sicher, dass es längst begonnen hat, dass wir darauf eben jetzt durch Klimapolitik reagieren müssen und versuchen müssen, gewisse Weichen umzustellen. Und mich reizt es aber doch nochmal zu den selbsternannten Professoren etwas zu sagen, die ja so Punkte in die Debatte schmeißen. Wenn man dann mal fragt, wo diese Professoren denn in öffentlichen wissenschaftlichen Publikationen ihre Texte vorgestellt haben, dann sind die Antworten sehr mager und häufig kommt dann auch eine Absage. Also man muss die Herrschaft schon wirklich überprüfen, was sie da sagen und wo sie das mal kritisch beurteilen lassen. Und wenn sie das überstanden haben, dann können sie uns gerne ihre Ratschläge unterbreiten. Aber ansonsten gibt es da auch viele heiße Luft. Wie gesagt, der Kollege Goth hat das richtig gesagt, das scheint ein Wirtschaftsmodell von denen zu sein. Das sollten wir nicht unterstützen. Mhm. Auswirkungen bleiben aber. Weitere, wie viele haben Sie? Also die Menschheit ist derartig gewachsen und hat in derartigem Maße Technologien entwickelt, die mittlerweile unsere Atmosphäre beeinflussen. Ich würde lieber Atmosphäre sagen als Klima, weil das viel griffiger ist und auch stimmt.
Die Atmosphäre ist ein, bisher eine kostenlose Deponie. Für jeder darf in die Atmosphäre schicken, was er möchte. Das muss aufhören. Und ich denke mal, diese Klimakonferenz, die ich lieber Atmosphärenkonferenz nennen würde, die muss sich darum kümmern. Es wird ein Dauerthema sein. Ich glaube, wir werden so eine Art Weltatmosphärenrat die nächsten 100 Jahre haben. Die Welt muss kontrollieren, was in ihre Atmosphäre gerät. Aber die vielen Technologien, die wir entwickelt haben, da bin ich also Optimist, die werden uns auch helfen, damit umzugehen. Die werden uns helfen, die Probleme zu dämpfen. Und sie werden uns auch helfen, wenn es klimatische Probleme tatsächlich gibt, in diesen Regionen uns auch zu schützen. Ich denke, die Menschen sind dazu in der Lage. Da wir wirklich jetzt kurz vor dem Ende sind, möchte ich so kurz vor Weihnachten, es sind noch ein paar Wochen, noch eine kleine Wunschzettelabfrage an Sie alle machen. Kurz vor Weihnachten, wenn Sie dürften für die Klimakonferenz einen Wunschzettel schreiben, was am Ende draufstehen soll. Was müsste da Ihrer Meinung nach draufstehen? Wir fangen mit Herrn Liese an und gehen dann einmal rum. Ich überlege gerade, ob ich den Wunschzettel ans Christkind oder an Weihnachtsmann schicke, wo man sich ja alles wünschen kann, oder an einen Freund, wo ich weiß, die Mittel sind begrenzt. Vielleicht einen realistischen Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Konferenz das, was im Vorfeld an Verpflichtungen vorgelegt wurde, festzurrt und dass wir vor allen Dingen ein langfristiges Dekarbonisierungsziel bekommen, wie Angela Merkel es wieder gefordert hat gestern, und einen Mechanismus, der uns in die Lage versetzt, alle 5 Jahre ein Stückchen näher dem Ziel zu kommen, was wir alle gemeinsam haben, dieses 2-Grad-Ziel, was wichtig ist, um diese Kipppunkte zu vermeiden, weil wir sonst an irgendeiner Stelle natürlich auch bei so viel Anstrengung das Klima nicht stabilisieren können. Mhm. Herr Floritz, was steht auf Ihrem Wunschzettel drauf? Ja, es gibt an wen auch immer? An uns. Ich habe große Sorgen, was die Entwaldung in dieser Welt angeht. Wenn man das Südamerika sieht, dann sind die CO2-Austritte durch die Entwaldung und durch die Urbarmachung der Länder so dramatisch groß, da kann Europa mit seinen Emissionen gar nicht gegenhalten. Also ich glaube, da muss man ganz viel machen. Wenn wir alleine hier hohe Ziele haben und in Südamerika die Waldbrände nicht gelöscht werden, werden wir scheitern. Mhm. Frau Harms? Also ich sehe das so, dass wir jetzt ja wohl wahrscheinlich doch einen gemeinsamen Wunschzettel abgeben werden. Dann können wir auch nicht verboten. Die gemeinsamen Wünsche sozusagen zu einer langen Liste machen. Also ich schließe mich diesen Wünschen insgesamt an und würde dann gerne noch dranhängen, don't nuke the climate. Also versucht nicht, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben, sondern stützt euch auf vernünftige Technologien, der Erneuerbaren und der Energieeffizienz, dann gewinnen wir. Ich würde gerne auf meinen Wunsch zurückkommen, den ich eben schon geäußert habe, dass man mehr Rationalität in die Diskussion bringt und vielleicht eher über Atmosphäre redet als über Klima, weil wir die Atmosphäre wirklich im Griff haben müssen. Und dann wird das Klima sich in irgendeiner Weise einstellen. Aber das Klima haben wir nicht exakt im Griff, aber die Atmosphäre schon. Okay. Herr Grote, Sie sind der Letzte, der noch was auf den Zettel wir gemeinsam abgeben. Der Gemeinschaftswunschzettel ist ja schon in Bearbeitung. Darauf möchte ich noch individuell antworten. Ich möchte, dass Bereiche, die sich bisher komplett entzogen haben, Verantwortung zu übernehmen, dass die mit integriert werden. Nämlich der internationale Flugverkehr und andere. Es kann nicht sein, dass es ungerecht zugeht, sondern wir brauchen eine gerechte Verteilung. Jeder das, was er schultern kann. Und das kann nicht jeder Privathaushalt alleine machen oder es darauf abgewälzt wird, sondern auch der internationale Flugverkehr muss in einem Abkommen erwähnt werden und muss seine Verantwortung übernehmen. Das ist nochmal ein schönes Schlusswort, das auch Zustimmung hier in der Runde findet. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie dabei waren bei unserer Citizens Corner Diskussion zum Klimawandel und zur Klimakonferenz. Und es geht die Diskussion hier noch weiter. Sie bleiben also im Netz auf jeden Fall dran, denn meine Kollegin Ulrike Drebenstedt, die wird jetzt in englischer Sprache weiter diskutieren mit anderen Gästen, aber mindestens genauso spannend. Ich darf mich von Ihnen und von Ihnen verabschieden. Dankeschön.